Die neue Strecke ist im Rohbau fertig. Nun muss sie gereinigt werden. Der Schotter wird vom Gleis nach oben transportiert und in einem Behälter gereinigt. Der Dreck wird herausgesiebt, gesammelt und entsorgt. Das Kiesbett wird dann mit gesäubertem Schotter gleichmäßig aufgefüllt. Nur in gesäubertem Schotter kann Regen versickern. Und nur so bleibt das Schotterbett luftdurchlässig und dadurch stabil. Liegt alles an seinem Platz, kontrollieren Arbeiter das Werk.